Meine lieben Hexerfreunde, da sind wir wieder zurück. Und wir stehen hier vor Rudolf de Jonkers Häuschen. Und da müssen wir rein und die Träumerin finden. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das erste benutzt. So, dann wollen wir doch mal gucken, was hier so abgeht. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal wieder jede Menge Loot. Himbeersaft. Ich muss wieder aufpassen. Ja. So, wir gehen mal hoch. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Okay. Guck mal hier, Keller. Ah ja. Hier brauchen wir Art. Zack. Knüdel. Kann ich hier eigentlich meditieren? Ich sehe gerade, Schwalbe ist alle. Nee, Schwalbe war gar nicht alle. Mensch. Egal. Ich glaube, wir müssen hier noch gar nicht hin, ne? Rostiger Hammerkopf. Okay, neue Hose. Mal eben gucken. Inventar. Wo ist sie? Wo ist sie? Das können wir hier lassen. Das brauchen wir nicht. Ne, die brauchen wir auch nicht. Okay. So. Oh, hier. Okay. Wir gehen wieder hoch. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Oh oh. Was geht denn hier ab? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Oh, ich glaube, die hat einen ganz bösen Traum. Die Puppe. Der Dachboden. Schön. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Gut. Geralt sagt, wir sollen auf den Dachboden gucken. Dann machen wir das doch, oder? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Man kommt nicht in den nächsten Raum. Und ob wir da reinkommen. Da kennen wir nichts. So, was haben wir hier? Da liegt Zeichnung eines Kinderbettes. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Ah ja. Da hinten ist noch was. Okay, guck mal hier, da, die Puppe. Lumpenpuppe. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Ja, ich glaube, wir wollen das gar nicht wissen. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. So. Püppchen rein.
Da ist ein Zettel an der Tür. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ah. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Okay, Keller, alles klar. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Dann gehen wir wieder runter. Zack. Kuckuck. Jemand zu Hause? Ja. Hab ich's doch gewusst. Großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Das ist aber kein Spiel. So wie du spielst, ist es nur für dich lustig. Weil du ein Langweiler bist. Ihr Menschen seid alle Langweiler. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ja, echt mal. Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Nee. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Treffen wir eine Vereinbarung. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay. Gut, sprich mit der Träumerin. Gehen wir wieder hoch. So, Knarz. Guten Morgen, Schlafmütze. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter! Grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Natürlich. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Ja, sicher. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Jawohl. Gut. Wir sehen uns dort. Alles klar, goldener Stör. Hm. Klingt lustig. So, also wieder runter. Ne, da geht's hoch. Hups.
Hier geht's runter. Flop. Ja, dann sagen wir mal dem Herrn de Jong her, dass das hier nichts wird. So. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ich weiß, was da spukt. Du hast einen Göttling im Haus. Sarah. Sie ist ganz schön bockig. Ich habe sie in Ruhe gelassen, aber ich fand, ich sollte es dir sagen. Danke für deine Offenheit. Kannst du das Vieh für mich loswerden? Das kannst du selbst. Verbrenn einfach ein paar Kletten im Ofen. Göttlinge hassen den Rauch. Sarah wird das weitersuchen. Gegen eine Bestie führe ich keinen Krieg. Egal, ob sie groß oder klein ist. Scheiß auf den Göttling, scheiß auf das Haus. Ich muss nur einen Trottel finden, der es kauft. Geil. Ja, so ist das, wenn man Geld hat. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Zwielichtige Person. Heutzutage. Alle weichen der Birne. So, goldener Störer, wo ist er denn? Oh, hier. Ich hasse die verdammten Huren. So. Hast du zuletzt bei Hurensohn gespielt? Schon den ganzen Tag nicht mehr hin. Und der da? Die mir dreckiges Fistich angedreht haben. Gut so. So, hier lang. Ach, das ist gleich hier vorne. Muss man was da, ich kann schon sehen. Und nicht einstecken. Den goldenen Störer am Anschlagsbrett. Oder da drüber. Du willst das kennige Segeln. In deinem Alter? Die Leute in dieser Stadt. Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den sich wie die Individuen sitzt. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich ich weiß nicht, wen du suchst. Aber hier findest du ihn nicht. Sieh an, der Herr mit den lustigen Hosen. Der Herr mit den lustigen Hosen? Was habt ihr denn gegen meine Hosen? Ach, kein Becher schmeckt. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja. So, Corinne, wo bist du denn? Da, guten Tag. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Okay, träumen, was ist das genau? Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr. Was die Sache noch verkompliziert. Ah, ja. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Okay. Ich bin bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Reise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Nein. Nein. Machen wir weiter.
Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Ciri ist ein Kind von älterem Blut. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. So. Piep, piep, piep. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Oha! Das Rosmarin und Thymian? Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt. So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. So. Das gab ein paar Erfahrungspunkte. So. Guck mal, da haben wir schon wieder eine neue Aufgabe. Guck mal, hier geht's runter. Gasthaus über 2 Etagen, voll cool, ne? Ist das langweilig? Ich war hier, ich war dort. Überall der gleiche Mist. Ja. Ja, spuck mir auf den Fuß. Danke. Hör auf zu klopfen. Du verhext uns noch die Arbeit. So, hier wird wieder Faustkampf gemacht. Was darf's denn sein? Zeig mir, was du hast. Was gibt's denn? Guck mal, der hat schöne Gewinnkarten. Was kauft er denn? Kauft er Plunder? Ja, er kauft Plunder, das ist gut. Zack. Zack. Zack.
Fläschchen. Weg damit. Huch. Was haben wir hier? Rehhaut. Angel. Ah, das kann alles weg. So. Zack, die Gwyn-Karten haben wir gekauft. Jo, Dankeschön, mein Herr. Wiedersehen. Wiedersehen. So, die Kotzerei anfängt. Jetzt gehen wir erstmal raus. Und es ist mittlerweile auch hell. Willst du mich beißen, Wölfchen? Wölfchen? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Ex und ich. Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Lasst mich durch. Glaubt mir, ich tue euch einen großen Gefallen, wenn ich euch kein Geld gebe. Jetzt lasst mich durch. Hey, Meister, pass auf, was du sagst. Wir sind aus der gleichen Branche. Aber deswegen musst du uns nicht wie Hunde behandeln. Sei still. Du stürzt uns noch ins Unglück. Er ist ein Hexer. Siehst du nicht? Geht aus dem Weg. Machen wir nicht. Ich schon. Ich lasse niemandem was befehlen. Macht mir überhaupt nichts aus, einem Hexer Manieren beizubringen. Okay, dann komm mal her. Mein Jung. So. Noch jemand? Genug. Wir haben dich verstanden, Meister. Geht heim. Ihr habt genug. So ist das, Freunde. So ist das. Mit den Betrunkenen. So, wir gucken uns mal eben hier das Brett an. Bekanntmachung des Todes von Joachim Schwann. Okay. Warnung. An den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinem Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt. Ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze am Fenster, Tag und Nacht. Warnung an Neuankömmlinge. Neuankömmlinge seien hiermit gewarnt, dass in Novigrad das ewige Feuer und nichts als das ewige Feuer verehrt wird. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Ankündigung, Gegenstände magischer Natur. Hiermit sei folgendes kundgetan. Herstellung, Besitz und Verkauf je weder magischer Objekte, zum Beispiel Glücksamulette, Liebestränke, Puppen und so weiter. Ja. Sind streng verboten. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mit Getreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausamster Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschung zur Aufklärung des Verbrechens begonnen und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Nehmen wir an. Gewinnspieler, nehmen wir auch an. Gut. So. Was haben wir hier? Hier ist ein Ausrufungszeichen. Nur damit wir uns verstehen, wenn du verlierst, kannst du nicht behaupten, dass du nicht bezahlen kannst. In einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Was? Jakob hat recht. Vorgestern erst hat in dieser Taverne an diesem Tisch einer einen anderen mit dem Messer niedergestochen, weil er sein Geld haben wollte. Karten und Huren. Das ist kein Zeitvertreib für Bettler. Des ewigen Feuers mit dir sein. Wir kommen nochmal wieder.
Ich glaube, das sollten wir noch nicht machen. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Ja, natürlich. Natürlich. Ich wollte ja eigentlich nochmal nach Ochsenfurt. Ich muss kotzen. Röntchen Vögeln? Was? Wölfchen. Ist das nicht ein bisschen kalter hier so? Na gut. Wir lassen sie mal. Hallo, mein Hübscher. Die gute Dame hat wahrscheinlich Hitzewallung. Dass die mich hier alle anflirten, ne? Hallo, mein Hübscher. Hallo, Wölfchen. Was kommt als nächstes? Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ah ja. Sieh an, noch ein Mutant. Boah, hier ist richtig was los, ne? Ist unfassbar. Guckt euch die ganzen Leute an. Wo wollen die alle hin? So, ist hier zufällig... Ja, neue Markierung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal eben gucken, wo wir jetzt hier genau sind. Ach du Heiliger, guckt euch das an. Anschlagbrett, Anschlagbrett, Anschlagbrett. So viel zu tun. Und ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, was ich zuerst machen soll. Hier ist noch ein Schmuggler versteckt. Da waren wir noch gar nicht bei. Okay, wir gehen mal zum Ruhmestor. So, ich glaube hier in dem... In dieser Vordörfchen müsste noch was zu tun sein. Seltsam sieht er aus. Ja. Sind fasziniert von ihm. Das ist aber immer so, ne? So, hier der kleine Junge, der übt. Okay. Ja, hier kommt gleich das Anschlagbrett. Bist du blöd? Das ist die kräftigste Kuh nördlich des Ponta. Kräftig? Schau mal hier drüber über den Boden. Euterschleifen? Die Frau ist verrückt. Das ist leider die Wahrheit. So, hier. Wer sie das Geld hat, um die vielen Katzen zu füttern. Haus zu verkaufen. Haus ist in gutem Zustand. Ich ziehe nach Kovia und verkaufe deshalb. Wie gemalt, qualifizierter Maler nimmt Aufträge für Wandmalereien und Leinwandarbeiten zu beliebigen Themen und mit Inhalten nach Wunsch an. Selbstgebackener Kuchen. Tante Amelia. Mhm. Auftrag. Teufel in den Wäldern. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in dieser Gegend verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl. Ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte, bis neulich, war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen bösen Teufels geworden sind. Ich heuerte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Gut, reicht schon. Die weiße Dame, gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht. Jo! Und gewinnt Freunde. Ich verlange sofortige Genugtuung. Oh, meine Liebe, du wirst überrascht. Unsere Katzenfreundin war früher der Kopf einer Bande. Sie haben sich lieber von Elfen gefunden. Ah! Ich bin mir sicher. Oh, Einsicht. Weiße Dame, sprich mit der Witwe. Okay. Herr des Waldes. Freunde, wir haben hier richtig zu tun. Richtig zu tun. Also stellt euch darauf ein, dass wir hier sehr, sehr viele Folgen noch vor uns haben. Gut. Aber hier ist schon die Witwe. Ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder los. Und dann kümmern wir uns um neue Arbeit. Meine lieben Freunde, wie immer herzlich. Was? Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag.
lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Macht's gut und wie immer. Tschö. Mit Ö.